Okay, pass auf. Wir mussten jetzt die alten Becher nehmen, die eben benutzt waren. Das ist nicht so schlimm, ne? Okay, perfekt. Verarscht euch nur. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zu meiner ersten Straßenumfrage, zu einer Eistee-Umfrage. Wir wollen die Straße fragen, welchen Eistee die am besten findet. Wir haben Jan Bunk mit seinem Sucht hier am Start. Wir haben Capital Bra und wir haben Shirin David. Und spaßeshalber noch die gute Westminster von Aldi. Und wir werden einfach schauen, ich bin selber heiß für Frittenfett. Setzt sich vielleicht sogar der Aldi-Eistee durch? Gibt es eine klare Entscheidung? Oder ist es vielleicht ausgeglichen? Wir werden schauen, wir suchen uns die ersten Jungs, Mädels und werden verköstigen. Lasst es mich wissen mit einem Daumen oben, wenn euch der Kram Spaß bringt. Der kommt öfter sowas. Und ein Kommentar, Gutschein ist am Start, Verbesserungsvorschläge, was kann man noch testen etc. Und dann legen wir jetzt los im Video. So Leute, ich habe mein Tablett vergessen. Ich muss jetzt dieses Tablett nehmen, das ist keine Schleichwährung oder so. Ich muss mir schnurren da vorne im Dings. Die Tester werden nicht wissen, von wem der Eistee ist. Sie werden es nicht wissen. Ich werde zum Schluss natürlich auch, oh, ich dachte gerade, mir fällt was runter. Ich werde zum Schluss natürlich auch noch testen, auch blind und werde mein Urteil geben. Ich schwöre, das wäre so heftig, wenn der Aldi Eistee gewinnt. Das wäre so geil. Aber er ist Klassiker. Also so verwerflich ist es gar nicht, ja, Mann. Ja, aber ich schmecke all die Eistee. Die habe ich damals zum Nachtrinken beim Saufen echt immer genommen. Ich würde sagen, ich schmecke noch auf 1000 Kilometer. Werden wir sehen nachher. Ihr werdet selber sehen. Ich habe den Plan Deluxe, Mann. Das geht hier jetzt wie am Fließband. Wir werden eine Reihenfolge machen. Die blenden wir gleich ein. Die behalten wir bei. So, und jetzt geht das wie im Fließband. Hier, so machen wir das. Auf jeden Fall, Holger hat keine Erfahrung. Ich bin Boss, Mann. Also, wie hast du ihn nochmal genannt? Meister aller Klassen. Gegen wen hast du nochmal Backgammon verloren? Ja, der ist im Knast gewesen, der Typ. Der hat jeden Tag das gespielt, Mann. Welcher Typ? Ich spiele ja auch nicht gegen Cristiano Ronaldo. Welcher Typ? Ja, der Ahmed. So, Jungs, dann gönnt euch mal einmal in der Reihe durch. Perfekt. Bitte die Benotung von 1 bis 10 für diesen Eistee von euch. Und wenn ihr wollt, auch ein, zwei Worte dazu, falls irgendwas richtig scheiße oder gut schmeckt. Ja, eine 7 von 10 würde ich geben. Ich würde eine 6 von 10 geben. 6 von 10, okay. Könnt ihr das begründen? Also er ist eigentlich ganz okay, aber nicht so wirklich geschmacksvoll. 4 von 10. Nee, gar nicht, geil. Digga. Das war schon so eine 7 von 10. 7 von 10? Okay, dann nehmen wir jetzt mal den hier. Würde ich jetzt 7 von 10 geben. 7 von 10? 7 von 10. Doch, auch 8 von 10. 8 von 10? Also ich kann euch schon mal einmal sagen, nur Spaß habe, das erste war der Aldi-Eistee. Ja, das hat man aber geschmeckt. Hast du geschmeckt, schon, ja? Safe. Jetzt kommt die Nummer 3 hier bitte, die Reihe. Den fühle ich nicht, 4 von 10. 10 von 10, würde ich sagen. 10 von 10? Ja, du hast ja einen Scheiß. Der ist sehr geil. Krass, wie unterschiedlich. Was sagst du eigentlich zu dem Geschmack von deinem Kollegen? Der ist richtig bodenlos. Ja. Du hast zum Aldi als 7 von 10 gesagt. Ist er auch in anderen Sachen schlecht noch? Hey. Ja, genauso. Die schmecken fast geil. Ja, sehe ich auch so. Ja, ja. Kommt aus der gleichen Firma vielleicht, wer weiß das. Und dann nochmal den hier. Den würde ich nur 7 von 10 geben. Schmeckt nicht so nach Pfirsich. Ehrlich? Du hast ein bisschen schwieriger, ich würde 6 oder 7 vielleicht. 8 von 10. Der ist okay. Aber nicht so gut wie der von Shirin David. Ich dachte, das wird schwierig, Leute zu finden, aber das ist kein Problem. Okay, pass auf. Wir mussten jetzt die alten Becher nehmen, die eben benutzt waren. Das ist nicht so schlimm, ne? Okay, perfekt. Verarscht euch nur. Bist du mit ihr zusammen? Aber du willst was verlieren, ne? Man sieht das schon an deinem Blick ein bisschen, ich schwör's dir. So, pass auf, Leute. Jetzt bitte einmal probieren. Was würdet ihr geben? Einmal 9. 0,5. 0,5. 8. 7. Okay. Ja. Ich würde sagen, das ist eine 6. Eine 6? Okay. Eine 6. Schmeckt. 1 bis 10, was würden Sie sagen? 8. Das ist eine 8. 7? Ja, dann gehe ich mit auf eine 7. Auch eine 7? Okay. Ich würde irgendwie eine 9. Eine 9, sagst du? Ja. Okay. Ich habe keinen Plan von Eistee. Ich mach nicht. Einfach dein Geschmack, so wie du sagst, frei raus. Das hat nichts mit richtig oder falsch zu tun. 6. Der war besser, ja? Ja, der war besser, ja. Oha, oha. Was würdet ihr geben für Punkte? 7 und 5. 6. Daumen 6 hoch. Zwischen 6 und 7, eine 5, okay. 7 würde ich sagen. Eine 7. Wir sind fürs ZDF, wissen Sie? Das gleiche oder nicht? Ist nicht der gleiche, ne. 6. 6, 7. 6. Okay. Finde ich besser.
er hat ein bisschen mehr Tee. Ne? Also, Was würde er sagen? Nicht so der Süßungsmittelgeschmack ist da drin. Okay. Ich geh jetzt mal auf 9. Geht auf 9. Ich würde sagen, geht echt auch mehr in die Tee-Richtung. Wir werden mal Eistee auch selber machen. Cool, also ist so ein bisschen das Selfmade-Feeling dabei. So, die nächste Runde. Die Jungs haben es drauf, man, die wissen, wie man lebt. Guck mal die Schuhe. Ja. Ach, der auch, Alter. Das ist gerade im Trend, ne? Ich laufe seit 15 Jahren so rum, jetzt ist es im Trend. Okay, gerne probieren. 6. 7,5. 8, okay. Der ist gut. Der ist gut, ja? Mhm. Ich würde sagen, der Kollege kann auch probieren, wenn er will. Er kann auch probieren. Komm, du hast bestimmt Durst. Das schmeckt lecker, heißt der. 5, okay. Auch eine 9. Auch eine 9, okay. Nee, sorry, gar nicht. Fühle ich mit dir. Ja. Viele haben den gut bewertet. Das ist doch kein Eistee. Ja, ja, danke. Was, wie würdest du es dann beschreiben? Was war das? So eine Limonade ohne Kohlensäure. Also. Aber hat nichts mit Eistee zu tun, nee. So in dem Sinne. Nee, gar nicht. Okay, sorry. Interessant. Also, 10 wäre sehr gut, ja, dann sind wir da einfach bei noch 3. Okay, geil, geil. Mangelhaft, kein Eistee. Okay. Krümeltee von ja, das habe ich schon mal gehört, ja. Der geht. Ja, also Fazit bei euch, der teure Scheiß lohnt sich nicht, ne? Dann lieber auf Oldschool und Aldi Eistee. 2, 4, 5, 3, 4. Ja, die könntet mir eigentlich in die Hand drücken, die wäre perfekt. So. Benutzen wir nochmal, Leute. Ja. Oh, was hast du jetzt gesagt? 6 würde ich sagen, ja. Okay, dann der Gewinner bei dir ist Shireen David. Das ist eine 8 sogar. Okay. Also zweimal die 9. Einmal Aldi Eistee und einmal Dirty von Shireen David. Ja, geil. Okay, vielen Dank schon mal. Ne? Danke. Ja, schönen Dank. Mach's gut. Ciao. Tschüssi. Die 6. Also der beste tatsächlich war von Aldi. Aldi. Eins bis 10. Was würdest du sagen an Bewertung? 7. 7. Ja. Und der hier, den hast du auch? 5. 5. 10. 10? Ten? Yeah. Okay. Drink a gun, so good. And this is luck. Four. Kapitalscheiß sein. Vielen Dank fürs Feedback. Tschüss. Wirklich am schlechtesten der Capital Bra Eistee. Wow, und der Aldi Eistee ist voll im Trend, Mann. Ich schwör's euch. Also, es könnte ein Aldi Werbefilm sein. Ich habe mich gerade gefragt, warum die so komplett kontra reagiert haben. Klar, das kann auch mal so passieren. Aber die dachten, glaube ich, wir gehören zur AfD, weil wir hier beim AfD stehen. Aber das ist das Einzige, wo wir das Ganze hier auspacken konnten. Die denken, AfD verteilen kostenlos Eistee. Ja. Ich bin jetzt richtig warm geworden. Ich schwöre es euch, man muss reinkommen in so ein Ding. Ich bin voll im Film jetzt drin, Mann. Selbst wenn jetzt Mutter Teresa kommt, die wird sich fragen nach einem Eistee. Echt, mit Kapi würde ich mir eine Aussprache wünschen. Ich habe das schon mal gehört, privat, dass die Krümel-Eistee schmecken soll. Lustigerweise. Und jetzt höre ich das im Video auch nochmal. Was soll man sagen, Kapi? Das ist ja nicht Sinn der Sache, wenn man so viel Geld auch noch ausgibt für ein Eistee, wenn man auch irgendwas Exklusives. Wir haben gerade nochmal ein paar Abonnenten getroffen. Können wir mal schauen, ob die nochmal das Kapital-Ranking hochziehen können. Weil der Rest ist ja einfach durchwachsen. So, die Herren. Jeweils bitte einmal mit den Eistees hier anfangen. Okay. Den finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Ist, glaube ich, jetzt nicht so überzuckert. Also kommt jetzt nicht so vor, wie wenn da 10 Gramm Zucker drin sind. So die Light-Variante also, ja? Ich glaube schon. Also ich weiß nicht, ist nur eine Vermutung. Wahrscheinlich am Ende wieder das komplette Gegenteil. Würdest du den kaufen privat, den Eistee? Und du? Ich auch. Ich sag 7 von 10. 8 von 10. 8 von 10, hast du gesagt, ne? Hallo, die Dame. Hallo. Darf ich Sie auch auf den Eistee einladen? Ja. Und ich esse hier gut. Ja, sind Sie dabei? Ja, komm, geben Sie sich einen Ruck. Dann würde ich Sie bitten, einmal und euch auch die erste Reihe hier einmal zu probieren. Genau. Ich sage euch vorher dazu, es ist einmal der Aldi-Eistee auch dabei. So, weg da die... Das ist echt der Aldi-Eistee. Ja, der schmeckt ein bisschen günstiger, aber er schmeckt gut. 1 bis 10, so eine Bewertung, was würden Sie sagen? Echt? Auch, ja? Ja, 8 auch. 8 von 10, okay. Oh, ich glaube, das ist der von Aldi. Glaubst du, ja? Ja, oder? Der schmeckt ein bisschen süßer, ne? Schmeckt aber auch gut. Würde ich so eine 6 von 10 geben. 4? Ja. Okay. 4 sogar. Okay, interessant. Und bei der nächsten Reihe, ich habe Angst, dass die Dame sich beeinflussen lässt, würde ich Sie auch bitten, gleich als erstes mal die Bewertung abzugeben. Nee, ich lasse mich nicht beeinflussen. Nee? Ich bin Werbepsychologin. Wirklich? Sag ich. Ah, dann glaube ich, lässt die Dame sich wirklich nicht beeinflussen. Dann fragen wir mal die Dame, was sagt sie zu dem Eistee? Der andere schmeckt mir besser. Der war besser, ne?
Okay, was würden Sie jetzt sagen zu der Benotung? 6. Hier? Das war ein bisschen süßer. Für mich ist es 7. 7 für dich eine 6? Ja. Okay. Ich mache mich immer keine Freunde mit dem Video, ich schwör's euch. Ich krieg mein Geld, um das runterzunehmen von YouTube. Der ist gut, 8 von 10. Mittelfeld, 7 von 10 würde ich sagen. 7 von 10. Der soll wieder anfangen. Ja, ist egal. Dann fängst du jetzt an. Ja, dann fängst du mal an, genau. Ja. Sie wäre eine gute Lehrerin wahrscheinlich, glaube ich. Ich war Dozentin an der Universität. Dozentin? Bis zum Schluss in Chile. Oha. Ich bin im Ruhestand. Oha. Da kann man sich auch mal ein Eistee mit einem guten Holle gönnen. Also der war noch süßer. Der war noch süßer? Noch ein bisschen anders. Ich fand den ersten am besten. Und der hier jetzt? Was da, ja, 6 auch. 6? Ja, am wenigsten Geschmack auf jeden Fall. Am wenigsten Geschmack, okay. Ja, ich hätte auch eine 6 gesagt. Okay, dann gehen wir mal mit der Runde hier rein. Ja, ist auch lecker. 7. Aber den ersten fand ich am besten. Okay, bei euch? Ja, da würde ich mitgehen. Der hat mir jetzt irgendwie am wenigsten Geschmack. Nee, das ist nicht mein Geschmack. 1 von 10. 5 von 10. Das war der Capital Bra. Da hast du eine 1 von 10 gegeben? Ja. Boah, krass, schon wieder. Ja. Ich sag euch, den ganzen Tag schon Capital Bra komplett am Einscheißen. Geil, Mann. Dann danke ich euch für euer Feedback. Ne? Gerne. Danke für den Eistee. Cool. Danke für den Eistee. Ich darf. Schönen Tag noch. Macht's gut. Schönen Tag euch. Ciao. So, Leute, jetzt meine Blindverkostung. Achmed gibt mir gleich. Ich mach Augen zu und trinke. Ich bräuchte beinahe noch einen, Mann. Nee, sowas gibt's nicht. Der war schon in Ordnung, Mann. Den würde ich schon eine 7 von 10 geben. Mhm. Aber ich hab gesagt, das ist der Aldi. Okay. Ich finde, der hat im ersten Moment einen komischen Beigeschmack gehabt. Wirklich gar nicht schön. Schmeckt einfach wässrig. Hätte ich eine 4 gegeben. Ah, nee, scheiß drauf. Ich gebe ihm eine 3. Ich gebe ihm eine 3. Also wenn sich das durchzieht, so wie bei den anderen, dann war das eben der Kapitaltee. Mhm. Und würde ich auch dann drauf wetten, weil das hat schon Muster, das Ganze hier. Okay. Der hat noch so eine Beinote gehabt, das war nicht dieses klassisch Pfirsiche. Ich könnte wetten, das war der Shireen David, aber den gebe ich eine 8. Also jetzt den letzten. Mhm. Auch wieder eine ganz andere Note, ist in Ordnung. Mhm. Ich würde 6 von 10 geben. Ja, ich würde sagen, das war der Suchti. Also eins muss ich dir lassen, du bist richtig krass im Erschmecken, weil du hast alles falsch. Dafür check. Also alle falsch, mega alle gut. Falsch? Du hast den besten John Brokes bewertet. Echt? Der Suchti mit 8. Bam, aber du hast Capital Bras Tee am Anfang auch sehr gut bewertet, was er eigentlich nicht. Ja, du dachtest, das wäre der Aldi. Oha. Interessant, Mann. Also für mich ganz zwei klare Sieger. Aber ihr seht, die Geschmäcker sind verschieden. Die Straße hat entschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Mann. Lasst mich das mit einem Daumen oben wissen gerne. Wenn ihr sowas wiedersehen wollt, vielleicht eine zweite Folge oder auch andere Ideen, was ich noch auf der Straße testen soll. Mir ist scheißegal was. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Vielleicht nochmal bei einer Straßenumfrage.